Schiff down. Ja, ich auch gleich. Guck, dass die HP eigentlich auf den Zähler liegt. Gehen wieder auf die Position. Kannst schon vorbereiten, dass wir sterben werden. Das gute Schiff Gloria wird untergehen, sobald ihr dieses Selbstmordkommando einsetzt. Jetzt los. Was mich auch aufregt, dass da unten immer welche Deppen dann noch sind, die Speere werfen und so ein Dreck. Ja, natürlich. So ist das halbe Spiel. Positive Wellen. Der Preis schon wieder. Hilfe. So ein Dritter. Was ist das jetzt? Ich hab die Bombe genommen, bin deswegen nicht gestorben oder so. Oder du hast mich gleich wiederbelebt, oder ich hab keine Ahnung. So einfach komischer Scheiß. Mein, das weiß ja, wie mich das schon nervt. Mich auch. Tierisch. Ach. Okay, ist down. Ja. Position. Diese irgendwie schon hin. Laser. So, wir überleben den Scheiß, irgendwie. Ich hab keine Ahnung wie, aber das schauen wir. Ich hab auch keine Ahnung wie. Aber wir werden es ja rausfinden, hoffe ich. So, guck mal, wo bist du denn? Ich bin tot, hier mittendrin. Ich auch, Mann. Das gibt's doch nicht. Das ist doch eine Scheiße, Mann. Knapp war's aber. Ja, toll. Kann man ein Vollspiel von kaufen. Problem ist, wir verlieren immer 20% des Goldes, was wir eingesammelt haben. Ja, toll. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Oh, mit den Kacke nur jetzt schaffen. Super geil, langweilig. Es ist mir für euch wirklich peinlich. Seht es ein. Ihr werdet nicht über mein Flaggschiff Gloria siegen. Vielleicht solltet ihr die explodierenden Typen nutzen, die da angelaufen kommen, um sie auf das Schiff zu werfen. Genug Bomben brauchen wir. Jetzt wäre gut, dass du das halt hinrollen kannst, wo du nutzt bist, quasi. Damit Kartell noch mehr Männer schicken. Das ist nicht so gut. Okay, gut, danke. Das haben wir fast die Hälfte der HP runtergemacht, bevor wir jetzt hoch zu dem Schiff müssen. Bevor wir überhaupt Schaden noch genommen haben. Ach du Scheiße, was war das für ein Superman, Kerl? Keine Ahnung. Aber gut. Das war richtig gut, ihn. Ob es einfach geworden wäre. Das war der beste Encounter irgendwie. Und ich denke, wir haben einfach mehr Bomben getroffen. Na, kann gut sein. Das Problem, was ich habe, ist, das Flaggschiff hat geheilt, glaube ich, oder? Ja, ein bisschen. Vielleicht, weil das halt so ein bestimmter Punkt ist, halt, den es immer haben wird. Jetzt hänge ich hier an so einem Ding, ey. Noch einmal. Hast du da die Reichweite erhöht oder wieso geht das bei dir so gut? Lass mal lieber wieder da hoch. So, wir können doch auch von hier kämpfen. Das sieht das halt doch voll behindert. Okay. Wenn wir jetzt hier an die scheiß Posi gewohnt haben. Männer, verteidigt Gloria oder ich schicke euch ohne. Pass auf, jetzt kommt gleich das nächste Schiff oder was? Aufpassen, es fallen gleich alle um. Super, ich bin tot. Vielleicht das Schiff schon da? Ist schon da. Ist auch schon da, Mann. Jetzt bin ich tot. Scheiß DJ hier, ich glaub's ja nicht. Du hast kaputt. Endlich. Wieder hoch auf die Posi. Super. Ist ja lächerlich, dass wir jetzt da so gut wie überhaupt keine Bomben werfen konnten, ne? Ja. Scheiße, ey. Guck
mal, dass du das mit der Bombe da unten machst. Ja, ich hab's in falsche Richtung gepudert. Mit deinem Kampfgebet. Das gute Schiff Gloria wird untergehen, sobald ihr dieses Selbstmordkommando einsetzt. Noch einmal. Viel brauchst du ja nicht mehr. Nee, also ich bin auch tot. Hilfe. Nichts steht so los. Nicht, wenn ich's verhindern kann. Hilfe, Mann. Bin tot. Ja, ich hab's 10. Ich hab eine geworfen. Müsste reichen. Oh mein Gott. Hat's gereicht? Hochgelevelt, ne? Beide. Was ein Scheiß. Sternenschmetterer. Wir haben eine Waffe bekommen, das könnte Loot sein eigentlich, wenn man es nicht so genau definiert. Ja. Haben wir das schon mal bekommen. Oh Mann ey, was ein Scheißding. Ich meine, ich finde es ja eigentlich ganz gut gemacht gewesen, jetzt so der Kampf an sich. Nee. Doch, finde ich schon. Ich finde das vom Encounter her ganz interessant und so, aber... Ja. Ich fand es jetzt nicht so schlecht. Das Problem ist aber, das Spiel ist als solches scheiße. Ja, das ist das auch. Im Gesamtpaket ist es kacke. Nur erstmal gucken, ob man Zeug nicht einfach irgendwie kaufen kann. Mal eine neue Rüstung oder so. Ja. Schwachsinn. Ja, guck mal, ich habe 3 Sterne, ne? Du hast 2 Sterne, aber trotzdem habe ich verloren. Weil ich mehr Punkte habe als du. Ja, aber ich habe in 3 Kategorien gewonnen. Ja, und da hat meine andere Kategorie halt mehr Punkte gegeben. Lächerlich. Oder die 2 Kategorien, wo ich gewonnen habe. Warum sieht dein Char überhaupt so hässlich aus? Warum sieht meiner so hässlich aus? Deiner sieht so hässlich aus, Mann. Vor allem streckst du einem den Arsch entgegen. Wie war schon das Charakter? Warte mal, wo ist denn der Scheiß, ey? Hier, Ausrüstung, Rüstung. Blitzschlag. Nächstes Level kann ich kaufen. Das kaufe ich. Elektrostatisch, okay. Wie du den Scheiß, ey. Das ist doch lächerlich. Was bringt der Urteil? Was denn? Göttliche Aura, das klingt doch toll. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Wie du da, was weiß ich, für ein Level erreichen musst, nur damit da irgendwie was interessant wird überhaupt. Ja, ist halt echt so. Ich hab doch die Reichweite gekauft. Was will ich denn mit vorwärts stürmen, ey? Ausrüstung. Super. Oh, damit erhöht sich die Reichweite. Das ist nicht so schlecht, denke ich. Dafür ist Spezial aber runter. Und ich denke, ich mach viel Spezialkram, oder? Weißt du nicht, du schon, ja. Macht das eigentlich keinen Sinn. Was? Die Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffen wird um 100% erhöht. Das ist ja gut. Schnervtes Spiel, ey. Ist auch ein bisschen komisch. Das hat mir jetzt überhaupt gar keinen Spaß gemacht, mich pseudomäßig zu verbessern. Ja, mir auch nicht. So richtig. Warum? Was hat das mit diesem fucking Heiltränken auf sich? Das ist, weil wir auf Legendary spielen, deswegen. Hä? Weißt du, das könntest du unendlich haben oder sowas ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich hätte man sonst 3. Oder man muss sie kaufen. Das würde ja keinen Sinn machen. Natürlich, das ist schwieriger, da helfen die uns. Geil, weiter. Ey, vor allen Dingen, was mich aufregt. Was ist das da unten? Warum kommen wir da nicht hin? Da sind wir noch nicht geil genug. Da müssen wir wahrscheinlich irgendein Loot haben oder irgendwas Spezielles. Ah, runter. Musst du kaufen. Ist doch klar. Ach so. Alles klar. So, das hier. Ja. Kerker von Shutter. Mhm. Jedenfalls ja, bei Diablo war es so, da hatten wir ständig immer irgendjemand, der dabei gekommen ist in den unterstufigen Bereichen. Und hier ist keiner. Niemand kommt rein. Niemand du kannst spielt. Das Spiel auch einfach alleine zu Ende spielen. So soll ich mich zu irgendwelchen Rosts dann noch begeben. Vielleicht spielt es aber auch einfach keiner auf Legende. Ja, weil es zu schwer ist. Okay, stimmt. In unserer Kultur ehren wir solche Orte durch Kreischen und feiges Zusammenkauern aus Respekt. Was macht ihr? Wir gehen hinein. Jeder wie er mag. Das ist der Kerker von Shadowsanes Arbeitslager. Dieser General Selznick hat es auf den verfluchten Ruinen von Shadanur errichtet. Sieht heimelig aus. Du verstehst nicht. Alle zivilen Gefangenen von Halios wurden dorthin gebracht. Wenn ich in Halios nur nicht so ein Idiot gewesen wäre, dann wären sie nicht dort und würden Waffen schmieden, die ihre Geliebten töten.
Beim Sonnenlicht, das mich blinzeln lässt. Es könnten meine Geliebten sein. Wir werden sie zurückholen. Wenn ihr in den Kerker von Shedder eindringt und die Tore öffnet, kann der Widerstand hineinstürmen. Und alle werden frei sein, zu tun, was sie wollen. Zum Beispiel Zane für Halios bestrafen. Okay, ich habe keine Ahnung, was es ging, aber... Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das Spiel heißt Sacred 3. Ja, habe ich auch gehört. Das heißt, es muss vorher noch zwei Sacreds gegeben haben. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass sie richtig gut gewesen sein soll. Der Punkt... Warum kriege ich denn hier Schaden wie so ein Bekloppter? Keine Ahnung. Was ist das? Auf jeden Fall, der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, es muss vorher zwei andere Sacred-Teile gegeben haben. Und das ist alles, was die aus den ersten beiden Teilen an Story mit abschöpfen konnten, oder was? Scheinbar. Gülle! Das hier erinnert mich schon an Diablo. Oh, warte mal, drauf zu. Schalter betätigen. Das ist so schön. Und ja, Mann, unsere Truppen können jetzt hinein, weil wir den Schalter gedrückt haben. Oh Mann! Ich wünschte, ich könnte da sein, um Leute zu sehen. Yeah, mein Loot! Weißt du, was wir bekommen, ist Gold. Guck mal, ich habe meine Rüstung verbessert, ne? Und was habe ich an der Badehose? In Gelb vor allem. Ja, hier geht's ja nur um Gold und sowas. Und was mit Geld zu tun? War mich nett. Gut. Irgendwie bin ich schon wieder halt tot. Ich hab keine Ahnung, warum wir hier was halten wollen. Frage, es gibt Friendly Fire? Du bist auf jeden Fall tot. Was für eine Mann. Ja, aber ich versuche meinen Skill hier noch auszuchecken, was da überhaupt da los ist. Das ist ja schön für dich. Das ist ein Boss oder sowas, jetzt verstehe ich das. Ja, ja, so ein Zwischenkali wird das sein. Macht das Ganze auch ein bisschen mehr Sinn, was mir hier oben fällt. Du aus! Ich hab das schon aufgegeben, Sinn und so ein Schwachsinn. Alter, ich glaube, hier gibt's Friendly Fire, aber ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ich bin auf jeden Fall nicht tot. Eigentlich bin ich tot, wenn ich mir das so angucke. Ich kann jetzt irgendeinen Meteor-Kram callen, aber ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Weiß ich auch nicht. Ich versuche das rauszufinden, aber es macht keinen Sinn, das Spiel. Kriegst du auch null Feedback hier. Nee, das kriegst du gar nichts. Ist das jetzt meine Scheiße? Ist das eine fremde Scheiße? Die Bilder sind auch so hübsch, ey. Vor allem, ich habe auch keine Ahnung, ob das was von dir kommt und was nicht und so. Ja? Ich renne einfach vor allem weg. Macht null Sinn. Ach ja, leck mich doch. Macht voll Sinn. Das ganze Spiel besteht aus Lasershit. Ach ja, nee, hier, im Ernst jetzt sowas. Das ist jetzt von mir, was auch immer. Nichts passiert, ey, ich mach da was und es passiert nichts. Wie kann das so ein Skill? Was ist das da schon wieder für eine Bubble-Kugel-Scheiße? Wo kommt, warum seid ihr schon wieder hier? Ich hab gedacht, wir sind euch jetzt geschlossen. Das ist nichts anderes als Akt 3. Das ist lächerlich. Oh Mann, ey. Bin ich überhaupt? Bald kommt die Ablo. Auf denen das noch nicht aufgefallen ist, jetzt bin ich hier umgefallen. Das ist scheiße, meine Skills sind kacke. Okay, meine sind auch nicht toll. Der Weg ist frei. Falls das nicht frei ist, und ich bin die ganze Zeit tot. Ja, das bin ich ja auch. Macht keinen Sinn. Blöd ist das. Oh, wieder mal Kamerawechsel. Ruhe. Oh Mann. Warum können die das nicht so machen, dass man nicht oh, denkt, nein, das ist schon wieder das Diablo. Oh, sechsmal oder was? Ich bin tot! Ja, versuch ja. Ach so, du bist es. Und ich hab mich wegen diesem blöden roten Kreis, hab ich schon gedacht erst, dass da schon wieder irgendeine Scheiße vom Himmel kommt. Okay. Das Spiel ist toll! Ja, ich seh's. Und es wird immer schlechter. Ich meine, passt auf die Fallen auf. Schalt es nicht aus. Das sah cool aus. Hoho, du hast was Cooles von dir gesehen. Ja! Stirb halt mal, du Depp. Zieh mal Zischt. Die einzigen, die ich gut finde, sind die Kleinen. Wenn man die kürzt, deswegen findest du die tot. Und so gut wie tot. Ich glaube, ich habe eine Theorie. Ja, das freut mich schon für dich. Kannst du davon jetzt kaufen? Nix, aber ich würde einen Pott nehmen oder sowas. Nimm keinen Pott. Bäm, bäm, bäm! Dass die Zellen entriegelt.
Wir brauchen die Bots eh für den Boss nachher. Wir brauchen überhaupt für gar nichts Bots. Ja, du brauchst keine Bots. Über Bots?